Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dayland. Moon ist in Gefahr und wir reisen jetzt dahin. Fliegen wir los! Huch. Was ist das für ein Ort? Ich bin auf Moons Schiff geschlüpft, das Richtung Dayland unterwegs war. Dann hörte ich über Funk, dass Moon mit einer Spionagemission betraut wurde. Dieses seltsame Raumschiff war auf dem Weg zu deinem Planeten. Moon ging und schaute nach. Als ich merkte, dass sie nicht zurückkam, kriegte ich Angst und kam, um dir zu helfen. Bleib hier, Yuki. Ich schaue nach, ob ich sie finden kann. Sei vorsichtig, Arko. Nimm für alle Fälle diese Zaubertränke mit. Danke, Yuki. Finde Moon. Spinnennetz. Was haben wir denn hier? Komische Augenviecher. Komm ich hier durch? Ja. Ihr habt doch keine Chance gegen mich. Boom. Was kriege ich? Horn? Oh, Flügel. Ich will Hörner haben. Au, der tut weh, Kleiner. Ich meine, ich habe genug Essen dabei, um mich zu heilen. Arko, was machst du denn hier? Es ist sehr gefährlich. Das ist das Dämonenschiff, das uns auf Ankura angegriffen hat. Guck, ich habe die letzten Seiten der Geschichte gefunden. Der Dämon war einst ein Prinz. Jetzt wird er von der Traumfängerspinne kontrolliert. Was will diese Spinne? Die Traumfängerspinne ist ein abscheuliches Wesen, das nach den kleinen Planeten sucht, um sie zu verschlingen. Sie will Dayland zerstören, um die Macht des Kristalls zu stehlen. Wenn das Schiff deinen Planeten erreicht, wird der Dämon seine Position, deine Position heißt das wahrscheinlich, kennen und sie der Spinne verraten. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Geschichte wird weitererzählt. Okay, Freunde, ein letztes Mal, komm. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte. Doch niemand glaubte ihm. Die fehlenden Seiten! Wieso lasse ich mich von dir verarschen? Ich weiß es nicht. Du, sagte die Stimme, die nicht mehr so süß klang wie in seinen Träumen. Du wirst mein Prinz des Nichts sein. Und der Schatten verschlang den Planeten und all seine Magie. Die fehlenden Seiten am Arsch. Ich fühle mich verarscht. Okay, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen zaubern. Ich kann hier keine Zauber verwenden. Warum nicht? Na los, Moon. Du machst das schon. Ich kümmere mich um ein Auge. Das war easy. Bin jetzt auch tot. Du bist aber ein bisschen krasser, ne? Mega Glubschi. Ich nenne dich Mega Glubschi. Du hast genug Erfahrung. Nice. Und Heiltränke kriege ich hier ohne Ende. Jetzt wird das die ganze Zeit da oben stehen oder was? Kann ich hier irgendwo schlafen? Easy. Wieder mehr Tränke. Moon, du machst das schon. Au. Verwirrung. Na gut, das tut mir ja nicht weh, ne? Steckt einfach in der Wand fest. Toll, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Danke dafür. Aber ich habe ja genug Heiltränke. Zieh mir einfach einen Heiltrank rein. Was ist denn los? Und ein Gegengift. Okay. Ah, oh, das mit Level Up steht nicht mehr da. Perfekt. Mr. Endboss.
Hallo, schwarzer Prinz. Arko, der Prinz des Nichts. Nenn mich nicht so. Es hat keinen Sinn, Widerstand zu leisten. Bald wird sie wissen, wo dein Kleinplanet ist, und es gibt nichts, was du noch tun kannst. Schließe dich uns an, Prinz des Nichts, und stelle deine Magie in ihren Dienst. Ich werde mich niemals euch anschließen. Dein Land ist mein Zuhause und ich werde es mit meinem Leben beschützen. Moon, zusammen können wir ihn schlagen. Ja. Aber der hat so ein krasses Schild. Au. Du machst ja nicht mal Schaden. Hier. Wehrst du dich auch irgendwie? Der wehrt sich nicht mal. Krasser Endfight. Alter Schwede. Oh, das war knapp. Du bist kein Gegner für mich, Bruder. Ich wüste Trümmer ihn komplett. Du bist der schwächste Prinz von allen. Sagt der Prinz, der sich gerade nicht gewehrt hat. Komm mit mir und sie wird dich mit großer Macht belohnen. Moon, ich glaube, ich weiß, wie wir ihn besiegen können. Wenn er ein Prinz war, muss er ein Kristallherz haben. Schieße auf den Stein in der Maske. Es ist sein Herz. Mein Herz, das ist unmöglich. Arko, der Schatten der Traumfängerspinne reicht sehr weit. Du kannst dich nicht von ihr befreien. Du kannst dich nur ihr stellen oder sterben. Mein Planet Thailand wird niemals fallen. Du bist tapfer. Suche die Macht unserer Brüder. Drei Prinzen taten es und setzen die Magie ihrer Planeten frei. Drei andere Prinzen vor dir scheiterten und wurden von der Spinne überwältigt. Heute endlich fühle ich mich frei. Das war ein recht erbärmlicher Bossfight. Das war's doch nicht, oder? Was? Hä? Also wenn das wirklich das Ende war, da war das das erbärmlichste Ende, was ich jemals erlebt habe. Gehen wir erstmal schlafen. Ich bin schon wieder hungrig. Okay, essen wir erstmal was und ich bin verwirrt, ehrlich gesagt. Also ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Es war anscheinend nur die Moon-Story. Okay. Alles gut. Vielleicht gibt's ja noch ein richtiges Ende. Ich hoffe, dass es noch ein richtiges Ende gibt. So. Was aber bedeutet, dass wir die anderen noch abschließen müssen, vor allem den hier. Der Koch ist ja fast fertig, ne? Was wir noch machen können, ist das Buch angucken. Ich lese jetzt nicht alle Seiten. Ich lese es zum Schluss nochmal komplett vor. Er hört eine Stimme. Er befahl anderen. Hält noch die Seite. Wart auf meine Ankunft. Da ist sie. Du, sagte die Stimme, die nicht mehr so süß klang, kannten wir auch schon. So. Jetzt reist der Prinz mit dem Schatten zusammen. Sie sprechen mit anderen Kindern in ihren Träumen und durchqueren das Universum auf der Suche nach ihrem Planeten. Ende.
Gut. Alter, Pech gehabt. Jetzt ist er tot. Wir sehen uns gleich, wenn jemand kommt. Die Moon ist da. Die Moon ist da. Was will die denn? Ich dachte, ich habe sie abgeschlossen. Du hast all meine Aufträge beendet. Ja, gut. Danke, dass du klauen wolltest. Jetzt verfolgt ihr mich auch noch. Toll. Super. Jetzt habe ich einen Bimbo. Bis gleich. Feinde. Komm, gib mir Hörner. 4 Stück. Nice. Oh, wie er aufs Maul bekommt. Hörner. Ja, eins noch. Der hier ist lieb. Oh Gott, der ist ja riesig. Der kriegt nicht so schnell aufs Maul. Ja, wir haben alle Hörner zusammen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch einen Fliegenpilz, oder? Ne, wir haben alles zusammen. Ah, wir brauchen noch so eine Urne, um seine Leiche darin zu verstauen, wenn wir getötet haben. So, irgendwo ist hier aber noch ein Boss, ein Gegner. Ja, ein Boss trifft's aber auch. Warum bist du so groß? Wird kleiner. So, jetzt brauchen wir nur noch so ein Urnending und dann passt das. Werkstatt, Vase. Bingo, bingo. Jetzt haben wir alles. Gut, jetzt müssen wir noch warten, bis er kommt, ne? Wir haben wieder Besuch. So. Ja. Lachte Pirat Rattengesicht. Hey! Er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. Hehe. Schatz und Gold nahm er von allen und jeden. Oho. Entwischt selbst in den kniffligsten Situationen. Uhu. Hä? Uhu. Diesen Teil hat der Zauberer wohl vergessen. Uhu. Der Pirat sang dieses Lied. Bravo. Du wärst ein ausgezeichneter Pirat, falls du meiner Besatzung beitreten willst. War das jetzt deine Quest? Keine Ahnung. Okay. Tun wir mal so, als wäre das okay gewesen. Aber ich habe hier jetzt eine Spur an Bäumen gelegt, damit ich den Weg zur Mine finde. So sieht das Ganze aus. Sehr schön, ne? Aber es ist noch nicht vorbei. Ich mache nämlich einen ganzen Weg. Ja gut, dann würde ich sagen, warten wir ab, bis der nächste kommt. So, nun ist es an der Zeit, die letzten Steine zu befreien. Ja, es ist ja dunkel, es ist mir klar, dass es hier dunkel ist. Zack. Jetzt nicht mehr. Okay, Steine, yeah. Seid jetzt weg. Was für ein Glück. Achso, weil ich das Spiel, ja, nach den Credits. Oh nein, das wird nicht reichen, oder? Ein Stein bleibt. Das ist doch nicht dein Ernst, dass da ein Stein übrig bleibt. Ja gut, der wird sowieso jetzt noch ein paar Mal kommen, also so ist es nicht. Wir haben ihn ja noch nicht abgeschlossen. 76%. Ja, fehlt ja nur noch der hier und dann kommt der hier einmal und der Rest muss ja von ihm kommen. Wenn der mir aber mit 76% sagt, dass er keine Quests hat, dann drehe ich aber durch. Der Magier. Wollen wir ihn mal abschließen, ne? Der mit seinen Fröschen. Mischen wir die Zutaten. Kabums, sei vorsichtig. Schüttel ihn nicht zu sehr, sonst explodiert er. Oh. Explosionstrank. Ja gut, das war's dann anscheinend schon. Gut, hau rein, Digga. Dich will ich nie wiedersehen.
Der Easte, der Easte. Nee, den hatten wir den schon durch? Nee, den Koch hatten wir noch nicht durch. Schon wieder der Typ. Du klaust mir nichts, Kollege. Du klaust mir nichts. So. Was ist dir denn passiert, Bram? Du bist so klein. Mein Urlaub. Ich habe mich zu lange in der Sonne entspannt. Viel Wasser verloren. Jetzt bin ich geschrumpft und nicht groß genug, um an den Herd in meiner Küche zu kommen. Ah, ich habe eine Lösung für dich, damit du wieder Normalgröße erlangst. Es ist ein Zaubertrank, den Locke mir beigebracht hat. Jeder, der ihn trinkt, wird magisch größer. Das klingt interessant. Ich brauche einen Testtrank für dich. Oder ich brauche. Ich habe einen Trank für dich, hier. Hier, trink den Gulliver-Zaubertrank, aber der ist doch nur temporär. Gluck, gluck. Und jetzt trink einen Eimer Wasser. Gluck, gluck. Gut, obwohl die Wirkung des Tranks nachlässt, sorgt das Wasser dafür, dass deine Haut elastisch bleibt. Ich bin wieder normal groß. Erko, ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Oh doch, ich weiß wie. Hier, eine Kochschürze. Ich ernenne dich zu meinem offiziellen Helfer als Dank für alles, was du für mich getan hast. Okay. Fehlt ja nur noch der Pirat. Was für ein Schwachsinn. Naja, gut. Und herzlich willkommen zu Kirschbaum Paradise. Hier kann ich jetzt entlang laufen. Bis hin zu dem hier. Und ich werde mich nie wieder verlaufen. Gut, das Let's Play ist nahezu vorbei. Aber ab jetzt werde ich mich nie wieder verlaufen. So, dann warten wir jetzt noch auf den Kapitän und hoffen, dass er uns die letzten Quests gibt. Da ist doch der Herr Kollege schon. Ich habe hier kaum noch Platz, damit du landen kannst, sorry. So. Ja. Und wie sieht's aus? Endlich habe ich es geschafft, den größten Schatz aller Zeiten zu erbeuten. Oh, ein Schatz von unschätzbarem Wert? Nein, noch besser, das Geheimrezept des Kyudu für Hühnerkeulen mit Soße. Koch Brahms Spezialität. Das beste Gericht im ganzen Universum. Ich habe es noch nie probiert. Als mein Verbündeter teile ich das Rezept mit dir. Bring mir zwei Hühner für das Gericht. Wo soll ich zwei Hühner herbekommen? Schnell! Hab ich. Die Hühner! Kochen wir. Nimm das Rezept und bring mir meine Portion. Okay. Bleib hier. Alles voller Bäume hier. So. Ich habe kein Mais. Oh mein Gott, ich habe kein Mais. Ich habe nicht mal Mais-Samen. Wo bekomme ich denn jetzt Mais her? Oh Scheiße. Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich zu viel gekocht? Ich glaube schon. Du verkaufst natürlich keinen Mais. Naja, gut. Du kommst sicher wieder. Dann muss ich erstmal Mais organisieren. Ich weiß nur nicht wo. Theoretisch muss ich auf den Koch warten, oder? Ah, wie ich das übersehen habe. Naja, dann sehen wir uns gleich. So, ich melde mich nochmal ganz kurz. Ich möchte mit euch noch einmal in die Mine gehen. Jetzt ist ja quasi Schluss mit Mine. Ein letztes Mal gehen wir noch rein. So. Und dann gucken wir mal, der Kristall ist weg. Jetzt haben wir ja alles entfernt. Und was hat es mir jetzt gebracht im Endeffekt? War eigentlich nichts. Der Kristall ist weg. Warum auch immer.
So viel zur Mine. Toll. Hat sehr viel gebracht. So, der Kollege ist endlich da. Und ich habe sein Essen fertig gemacht. So. Wollen wir essen? Mein Magen knurrt und grummelt wie 10 Stürme. Hier ist deine Portion, Captain Goliath. Köstlich, dieses Hähnchen treibt selbst dem härtesten Piraten Freudentränen in die Augen. Du hast nicht mal die Knochen übrig gelassen. Du hast ein neues Rezept erlernt, Axt. Hey Arco, diese alte Schatzkarte zeigt die Position deines Planeten an. Schauen wir mal. Das ist keine Karte, sondern Seiten einer Geschichte. Was für eine Enttäuschung. Wenn sie dich interessiert, verkaufe ich sie dir gerne. Ja, aber das ist viel zu teuer. Auf gar keinen Fall. Wenn man bedenkt, wie schwierig es war, sie zu bekommen, ist das ein Schnäppchen. Kaufe diese... Was willst du denn dafür? Tausend? Okay. Ist ja gar kein Problem. Ich habe aber bestimmt noch Steine, oder? Ja, easy. Alles, was dein Herz begehrt. Hier, da kriegst du auch noch ein paar von. Nice. So, wir haben alles abgeschlossen. Spiel ist vorbei. Bisschen enttäuschend war das schon. Vor allem das Ende war sehr enttäuschend. Auch wenn die irgendwie gesagt haben, man soll die anderen Prinzen finden. Vielleicht wird das, keine Ahnung, neues Spiel. Man weiß es nicht. Das Ding stört ein bisschen, ne? So, wir schmieden die letzte Axt. Abgeschlossen, ich kriege nicht mal einen Erfolg dafür. Heido. Aber zum Abschluss werden wir die Geschichte noch einmal komplett lesen. Geschichte. Der Prinz. Es war einmal ein Junge, der auf einem kleinen magischen Planeten lebte. Jeden Tag gab er sich große Mühe, sich um Land, Bäume und Tiere zu kümmern. Und er sammelte alle hellen Kristalle, die er finden konnte. Eines Nachts hörte er eine Stimme in seinen Träumen. Du bist ein Prinz, wurde ihm gesagt. Ich werde dir Macht geben. Von diesem Moment an begann der Junge, sich wie ein Prinz zu verhalten, der von allen, die seinen Planeten besuchten, Ehrfurcht und Respekt verlangte. Doch niemand glaubte ihm. Wo wohnst du? Fragte ihn die Stimme in einem anderen Traum. Und der junge Prinz verriet die Position seines kleinen Planeten. Warte auf meine Ankunft. In der dritten Nacht bedeckte ein Schatten den ganzen Himmel. Der Junge fühlte sich einsam und allein und hatte große Angst. Du, sagte die Stimme, die nicht mehr so süß klang wie in seinen Träumen, du wirst mein Prinz des Nichts sein. Und der Schatten verschlang den Planeten und all seine Magie. Jetzt reist der Prinz mit dem Schatten zusammen. Sie sprechen mit anderen Kindern in ihren Träumen und durchqueren das Universum auf der Suche nach ihren Planeten. Ende. Ja, alles für dieses Buch. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's mit diesem Projekt. Morgen geht's mit einem Survival-Game weiter, das ich schon lange spielen wollte. Und dann schauen wir mal, ne? Wie das so wird. Hoffentlich dann etwas... Ich muss sagen, das Spiel war schon gut. Es war gut. Es war nicht perfekt. Zum Beispiel eine Mine. Die Mine war komplett sinnlos. Also komplett. Ich meine, da hast du ein paar Kristalle bekommen und so. Ja, Und dann dieser riesige Kristall, der irgendwie auch verschwunden ist. So ganz auf merkwürdige Weise. Vielleicht hat die Spinne ihn geholt. Ich weiß es nicht. Zum anderen... hier in der Werkstatt. Wozu zur Hölle braucht man das Gold? Wozu? Das Gold wurde implementiert, aber nicht genutzt. Genauso wie die Silberhalskette war ein Geschenk. Toll. Also im Endeffekt war das, keine Ahnung, ein Fail. Essen, okay, gut, kann ich verstehen. Tränke habe ich gar nicht gebraucht. Ich glaube, das ist mehr so ein Gimmick wie auch der Gulliver-Trank. Ich meine, wozu brauchst du ihn? Und ja, ich muss im Großen und Ganzen würde ich dem Spiel eine 3- geben. Es ist
wenn ich raten würde, für Jüngere gedacht, die gerade angefangen haben zu lesen. Weil der Schwierigkeitsgrad war nun mal auch nicht sehr hoch, aber es war ein entspanntes Spiel. Ich konnte endlich mal wieder entspannen in einem Let's Play. Das hat mich gefreut. Ich kann es schon empfehlen für Leute, die es ruhig angehen lassen wollen. Im Let's Play kann ich das natürlich nicht ruhig angehen lassen. Ich habe sehr viel geschnitten, damit ich diese Ruhe beibehalten kann. Ich hätte halt herumwuseln können und alles versuchen können, so schnell wie möglich zu schaffen. Aber ich wollte es einfach ruhig angehen lassen. Deswegen habe ich auch viel geschnitten und es hat auch gut getan. Aber jetzt brauche ich wieder ein bisschen Action. Freunde, wir sehen uns morgen zu einem neuen Projekt wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss und danke fürs Zuschauen.